So, guten Tag, herzlich willkommen zum neuen Video. Bevor das Video jetzt eigentlich beginnt, wollte ich euch einmal den Sponsor von diesem Video zeigen, beziehungsweise von dem Produkt. Ihr seht hier schon, um was es geht, und was ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Titel gelesen. Und zwar hat mir die Firma Anidis mir ein Gaming-Gehäuse geschickt, das sieht so aus. Und zwar seht ihr es später noch im Video, da zeige ich euch, wie es dann am Ende bei mir ausgesehen hat, als ich es bekommen habe und so weiter und so fort. Aber noch kurz wollte ich euch einfach das Produkt zeigen, wie es hier auf Amazon ist. Link dazu ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung. Ist übrigens kein Rev-Link, also gönnt euch auf Nacken. Und zwar seht ihr hier einmal schon mal die verschiedenen Fans. Also das Teil, da wird über alles gesteuert. Also das heißt, ihr braucht auf euer Mainboard keinen RGB-Header, was ziemlich geil ist. Da nicht alle Mainboards es haben, die neueren meistens schon, aber meine hat zum Beispiel auch keine, wo ich am Anfang gedacht habe, so, hä, wo soll ich das anschließen? Dann habe ich das gerafft. Ist auf jeden Fall ganz geil, das seht ihr später auch noch im Video dann bei mir. Hier seht ihr das Glas, die zwei extra Kammern. Hier einmal rechts ist die Verkabelung und hier links ist dann da, wo Mainboard, hier kommt halt das Mainboard rein. Ich kann es jetzt nicht links zeigen, aber hier kommt Mainboard, hier hinter diesem Loch ist es Netzteil. Das passt eigentlich ziemlich geil. Ihr seht das halt, wie gesagt, alles im Video. Ich habe jetzt hier nicht die drei kleinen Lüfter vorne, sondern jeweils vier, so wie für vorne man sieht. So habe ich genau 1:1 das gleiche. Es gibt dann noch hier dieses Modell, wo halt hier vorne kein Glas ist, sondern halt ein Gitter. Aber ganz ehrlich, Jungs, ich muss sagen, das ist da schon irgendwie mehr sexy, muss ich sagen, mit dem Glas hier vorne auch nochmal. Es gibt auch noch eine Version, wo keine RGB dabei sind, die man aber natürlich theoretisch auch selber nachrüsten kann. Und hier ist nochmal ein bestimmtes, wo halt hier auch nochmal ein Gitter vorne dran ist und auch kein RGB. Also gibt es im Prinzip von jeder Version eine RGB-Version und eine ohne. Und ja, jetzt geht's los mit dem richtigen Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo Leute, Gaming Office wieder Berg am Start, heute ein neues Video und zwar ist es wieder unterstützt von Anidis, ihr seht es hier schon. Und zwar haben die mir ein Gaming-Gehäuse, also ein Gaming-PC-Gehäuse gesponsert, finde ich auf jeden Fall korrekt. Ich habe die angeschrieben, ob das möglich wäre, dass ich das Gaming-Gehäuse von denen kriegen kann. Und dann hat der Typ mir einfach geschrieben, ja, er versucht es zu arrangieren. Dann habe ich 5 Tage einfach nichts mehr von ihm gehört und jetzt kam heute einfach das Paket an. Auf jeden Fall danke und ja, ihr seht schon, ich habe es ein bisschen aufgemacht, weil ich habe erst keine Ahnung gehabt, was es ist. Wie gesagt, mir wurde einfach nicht geschrieben. Und ich würde sagen, ihr seht hier schon den Aal. Protofokus ist wieder am Start. Und ich hole den jetzt raus und dann zeige ich den euch mal ganz kurz. Also so sieht der ganze PC aus. Das ist auf jeden Fall ein fettes Teil. Hier vorne sind 4 Lüfter drin. Sind auf jeden Fall alle schon dabei, die Lüfter. Man kann, glaube ich, auch noch Lüfter nachrüsten. Hier ist Glas, alles. Hier ist auch nochmal ein Lüfter drin eingebaut. Das habe ich gerade eben schon rausgemacht, weil ich da mein eigenes reinmachen muss. Deshalb ist das so ein bisschen schräg gerade drin. So, hier kommt natürlich dann Netzteil. Und ja, ansonsten kann ich das Ganze mal kurz aufmachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht jetzt noch nicht so viel. Also mache ich mir jetzt mal ganz kurz hier Licht. Hier ist auf jeden Fall das Control Panel von den Fans, auch gerade die LEDs, ist dann zum Anschließen halt, hier sind die Kabel auch schon verlegt. Ihr seht dann nochmal die Lüfter, sind auf jeden Fall RGBs. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich das ganze Zeug dann reingebaut habe. Das könnte jetzt etwas gehen, weil ich bin nicht so der Fachmann davon. Und dann sehen wir uns demnächst gerade wieder. So, wir haben es jetzt ein paar Tage später und zwar habe ich ein paar Sachen noch anders verkabelt, weil mir das noch nicht so ganz gepasst hat fürs Video. Sorry übrigens, wenn die Quali jetzt vom Handy mal wieder scheiße ist. Ich habe einfach noch keine professionelle Kamera jetzt für die Videos. Ist jetzt auch erstmal leider nicht vorgesehen. Vielleicht wird mir ja eine gesponsert, Kappa. Ja, also kommen wir erstmal ganz kurz dazu. Und zwar, hier ist die ganze Verkabelung, also ist auch aus Glas alles. Hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, wahrscheinlich nicht so gut. Also nicht wundern, das ist hier, das da. Hier ist die Power Supply. Ja, okay, man sieht es nicht. Auf jeden Fall ist hier die Festplatte, da wo die Kabel reingehen. Und an sich ist dieser PC recht geil, was die Beleuchtung angeht.
Ich habe hier eine ganz normale Fernbedienung, RGB. Hier gibt es verschiedene Modi. Ich kann die Geschwindigkeit anpassen. Kann sie schneller machen, kann dunkler machen, wenn ich will. Hier. Aber ich mache es immer auf voll hell, weil sieht halt am geilsten aus. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, die ich persönlich am allergeilsten finde. Und zwar, ich habe mir auf jeden Fall letzten Tage eine neue Grafikkarte geholt. Wenn ihr wollt, dass ich mal die ganzen Sachen von meinem PC verlinke, dann lasst es mich wissen, dann schreibe ich sie auf jeden Fall auch noch rein. Aber an sich ist halt das Geile hier dran, und zwar, also sie sieht da von der Seite aus. Das Geile daran ist, dass alle Stromverkabelungen, die ihr seht, die gehen hier hinten durch die Schlitze rein. Ihr seht hier das ganz fette Mainboard-Kabel. Das ist einfach scheiße, wenn das bei so einem Glaskasten, wenn das da übel rumhängt. Ihr seht hier unten unter der Grafikkarte sind noch ein paar Anschlüsse, aber die gehen auch hier unten. Das spiegelt halt ein bisschen, aber die gehen hier unten auch rein. Also das heißt, man hat im Prinzip fast alle Kabel direkt weg, sage ich mal. Hier ist klar, gut, das Kabel muss ich jetzt nochmal wegmachen. Hier das obere, das hängt hier ein bisschen runter. Ist runtergefallen. Aber an sich sieht man halt ansonsten keine Kabelwände. Also ja, man sieht ein paar Kabel, aber das nur so kurz, wie es halt geht. Und das ist halt das Geile daran. Das anders Geile ist auf jeden Fall die Belüftung. Und zwar haben wir hier vorne vier Frontlüfter, die hier links und rechts auch das gleiche Luft einsaugen. Und der Lüfter bläst es dann hier hinten wieder raus. Also der zieht nicht die Luft nach rein, damit die warme Luft halt wieder rauskommt. Und hier unten kann man auch noch mal einen Extralüfter reinbauen. Und das ist einfach geil. Ansonsten war es das eigentlich schon zu dem PC. Link auf jeden Fall zum Gehäuse ist in der Beschreibung. Grüße gehen nochmal raus an Anidis. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir das Gehäuse gegeben habt. Tut mir leid, dass das Video jetzt ein bisschen spät kommt. Ich hatte ein paar Sachen zu tun. Aber ansonsten vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Haut da rein, lasst ein Like da. Ciao, bis zum nächsten Mal.